Die Headlines des Tages. Wiener Polizei geht gegen Bandenkriege vor. Gewalt an Frauen wird effizienter bekämpft. Und Olympiateam in Richtung Frankreich verabschiedet. Schwerpunktaktion der Polizei am Dienstagabend bei der U6-Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau. Im Fokus die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von jungen Männern. Das vergangene Wochenende war sicher kein durchschnittliches, ich würde lügen. Die Gewalt auf der Straße hat leider zugenommen, oder diese Konflikte, die ja schon seit langem schwelen zwischen diversen Ethnien, haben sich jetzt leider auf die Straße verlagert. Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Syrern, Tschetschenen und Afghanen zuerst in Brigittenau, danach in Meidling zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit mehreren schwer verletzten Personen. Bei der Schwerpunktaktion am Dienstag waren Cobra, die Hundestaffel und Dutzende Uniformierte im Einsatz. Dabei kam es zu Sicherstellungen von Waffen, Personenkontrollen und Durchsuchungen. In Bezug auf die Ermittlungen bei den Bandenkämpfen zeigt sich die Polizei zuversichtlich. Ich bin guter Dinge, dass wir weitere Personen ausforschen, beziehungsweise möchte ich auch sagen, ich rechne schon mit weiteren Festnahmen, nur das wird noch dauern. Gewalt an Frauen muss effizienter eingedämmt werden. Darüber sind sich Experten einig. Familienministerin Susanne Raab hat gemeinsam mit dem Innenminister und Vertreterinnen einschlägiger Organisationen eine Gewaltschutzstrategie präsentiert. Eingerichtet wurde eine nationale Plattform gegen Gewalt an Frauen für rund 30 Organisationen, die sich künftig besser vernetzen und austauschen sollen, um Vorfälle in ihrer Gesamtheit erfassen zu können. Wichtig ist die Früherkennung und eine frühe Sensibilität für das Thema. Wir müssen zum Beispiel dahin schauen, bei der jungen Frau, die eigentlich in die Beratungsstelle kommt, weil sie wissen möchte, welche Ausbildung sie machen könnte. Und die dann im Zuge der Beratung irgendwann mal nachfragt, ob es eigentlich in Ordnung ist, dass ihr Freund all ihre Nachrichten mitlesen möchte. Wir müssen dorthin schauen, bei der Frau, die in die Beratungsstelle kommt, weil sie Beratung zum Thema Scheidung in Anspruch nehmen möchte. Und dann stellt sich heraus, der Mann ist ab und zu ausfällig, beleidigt sie, demütigt sie. All das sind Fälle, die wir tagtäglich sehen in der Beratung. Und das sind auch Punkte, wo wir ansetzen müssen. Uns alle eint die Vision einer gewaltfreien Gesellschaft von Frauen und Mädchen. Und wir müssen einfach alles tun, damit sie in Sicherheit aufwachsen können. Das Beratungsnetz soll kontinuierlich weiterentwickelt werden, um Frauen gezielt erreichen zu können. Unser Team für die Olympischen Sommerspiele ist heute von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Richtung Paris verabschiedet worden. Die Erwartungshaltung möchte ich nicht überbetonen, kein Stress jetzt. Ja. Wir freuen uns einfach über jeden Erfolg, den Sie erzielen. Und wir wissen ja alle, wie gut Sie jetzt schon sind. Also viel Erfolg, faire Spiele, verletzungsfreie Spiele, kommen Sie gesund wieder zurück. 81 Athletinnen und Athleten wurden verabschiedet. Auch die zuständigen Minister wünschten viel Erfolg. Keine Angst haben zu scheitern. Ist sicher gut, man sollte sich lieber davor fürchten, dass man es gar nicht probiert hat. Und insofern dürfen wir in diese Richtung schon mal alles Gute wünschen. Von Segeln, Klettern, Schwimmen über Judo, Rudern bis hin zur Leichtathletik. Die Medaillenchancen stehen gut für Österreich. Am 26. Juli geht's los. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.